Trainer mit dem Tip-Off, wie sollte es sonst auch anders sein, den die Düsseldorfer für sich entscheiden, für die Ricci und Koblen. Anderson Federici nimmt gleich mal den Dreier und den macht er. Schön herausgespielt, Federici. Da sieht man mal, was die Düsseldorfer Stärke gleich mal ist. Perry auf der anderen Seite zieht zum Korb, macht das eigentlich gut. Und dann der Offensiv-Rebound von Marco Batschak. Frage der Statistik, ob das als Rebound zählt. Auf jeden Fall bleiben die Dragons im Ballbesitz und das ist das, was am Ende zählt. Guter Hustle. Perry, Batschak, folgt den Dreier an. Gibt ihn zu Perry, der mit dem Stepback-Dreier und der wird gleich mal geblockt. Und dann aber auf der anderen Seite Bernhard Donner. Fast mit dem Fehlpass, aber starke Aktion von ihm. Auf dem Flügel da, auch nicht ganz so leicht. Koblen denkt kurz über den Dreier nach. Aber dann zieht er zum Korb und macht das richtig stark. Und dann ein bisschen hin und her Glück für die Dragons, dass die Düsseldorfer den nicht verwerten können. Ja, aber die Düsseldorfer verteidigen eng und früh. Oh, Janis Hund. Kein einfacher Dreier, aber das Brett ist sein Freund und die Dragons mit dem ersten erfolgreichen Dreier und die Düsseldorfer machen da gleich mal weiter mit dem munteren Scheibenschießen. Ein bisschen wilder beginnen, würde ich sagen. Ja, da hast du recht. Und der nächste geblockte Dreier und dann ein bisschen Glück. Der Ball landet bei Batschak und der dann mit den einfachen Punkten. Also Düsseldorf jetzt schon zwei Dreier getroffen von den Dragons. Koblen, Federici, der mit dem Dreier aus der Bewegung, der ist nicht leicht und ist auch nicht erfolgreich. Und Perry, Ward, Batschak, wieder Hund. Ja, will da ins Pick and Roll gehen. Läuft das zumindest an und dann aber ein Düsseldorfer zuletzt am Ball. 8 Sekunden noch auf der Uhr für die Dragons. Wird aber cool. Batschak, ja, den muss er nehmen. Der geht nicht rein. Oh, die Dragons fast. Mit dem Offensiv-Rebound und dann spielen die Düsseldorfer es aber nicht gut aus, muss man sagen. Eigentlich eine gute Möglichkeit für sie da, die Punkte zu erzielen, aber ein bisschen zu kompliziert angespielt und auf der anderen Seite geht es über Marco Batschak. Ein sehr nervöser Anfang hier von den Dragons. Wahrscheinlich müssen sie sich ein bisschen dann gewöhnen, ohne Will Christmas irgendwie ins Spiel zu gehen. Ja, Federici mit dem nächsten freien Dreier. Und Batschak holt sich den Rebound und spielt ihn sofort weiter. Und Ward mit dem schnellen Dreier. Das war vielleicht ein bisschen zu hastig ausgespielt. Ja, nervöser Beginn trifft es ganz gut. Irgendwie viel hin und her, viele Abpraller. Ein paar Turnover haben wir auch schon gesehen, die nicht hätten sein müssen bei beiden Mannschaften. Oh, Buka Koblen mit dem nächsten weiten Dreier und ich glaube Düsseldorf gefühlt bisher nur Dreier geschossen. Ja. Aber das war ein bisschen ambitioniert. Ja. Der Dreier. Also ähnlich wie auf der anderen Seite Dimitris Ward. Ja. Ja, Düsseldorf wird schon mit drei versuchen aus dem Dreierland. Hier müsste es eigentlich jetzt sein. Und dann das Foul gegen Marco Batschak. Ich denke, es wird Anderson sein oder Bona.
Ja, Bona. Aber sie suchen Batschak viel. Ja. Das war auch schon gegen Tübingen so. Da haben sie ihn direkt mit ins Spiel gebracht. Er ja nach längerer Verletzung wieder mit dabei. Auch er wird heute sicherlich ein X-Faktor sein. Ich habe es am Anfang des Spiels gesagt, bei Duesseldorf geht viel über die Guards. Ja, Marco Batschak ist einfach eine Wucht für die Dragons, wenn er in Form ist. Ja, absolut. Also ich glaube, seine Post-Moves, da gehört er auf jeden Fall zu den Besten der Liga. Ja. Und auch aus dem oder von der Freiwurflinie erfolgreich. Interessanterweise beide Mannschaften nicht ganz perfekt von der Freiwurflinie. Knapp über 70%, die sie da treffen. Abona gut weitergespielt. Der nächste Dreier, der sein Ziel nicht findet. Das sind eigentlich ganz gut herausgespielte Dreier. Aber die treffen die Düsseldorfer irgendwie nicht. Und da war viel Ball dabei. Ja. Jetzt vielleicht nochmal aus der anderen Perspektive zu sehen. Ja, gut. Ja. Kann man pfeifen. Ja. Da war auch vier Arm dabei. Zweite Foul. Ja. Bona. Das natürlich nicht unbedingt gute Nachrichten für alle, die es heute mit den Gästen halten. Ich denke, das wird ein Plan der Dragons sein, viel auf den Center-Position zu spielen und die Centers da die Schwächen zu zeigen. So. Ja. Übrigens Richmond jetzt bei den Düsseldorfern reingekommen. Und Batschak kann hier das erste Mal oder die zweistelligen voll machen. 10-3. Offensiv kein guter Beginn für die Düsseldorfer. Treffen irgendwie ihre Würfe noch nicht so richtig. Richmond, Federici. Oh, guter Pass von Federici. Und dann das Foul gegen Anderson. Hier schöner Pass von Federici. Guter Cut von Anderson und dann fast noch das End One für die Düsseldorfer, die jetzt hier nochmal ein bisschen durchrotieren. Holloway kommt rein. Gebhardt kommt rein. Möller gerade für Bona gekommen. Und Anderson erfolgreich mit dem ersten von der Linie bei den Dragons. Noch kein Wechsel. Und der geht auch nicht. Also Anderson nur mit einem erfolgreichen Freiwurf. Perry bringt den Ball. Aber wird da eng verteidigt von Gebhardt. Und dann das Foul. Ja, auch das wieder so Stückwerk irgendwie. Also nicht so richtig. Sah so ein bisschen aus, als ob Perry jetzt die Rolle von Christmas übernehmen wollte. Ball bringen und ja, das kann er ja durchaus auch mal einstreuen, aber da haben sie ein bisschen Glück, würde ich sagen, dass die Düsseldorfer da ihnen das Foul geben. Auch kein guter Pass auf Ward. Auch Gefahr. Jetzt kommt Torben Döding. Ja, er kommt für Janis Hund. Natürlich auch seine Rolle gewachsen seit dem Abgang von Jalen Bradley. Er jetzt der unumstrittene zweite Point Guard bei den Dragons. Und auch er, finde ich, hat das bis jetzt ganz ordentlich gemacht. Und das ist der vierte Shot und was für ein Add-One von Perry. Das war ein bisschen Streetball, oder? Ja, auch das jetzt nicht klasse herausgespielt, aber gut, das werden die Dragons sicherlich nehmen. Die Düsseldorfer jetzt schon mit 4 Teamfouls, das heißt bei jedem weiteren
Teamfoul, gehen die Dragons an die Linie. Ich glaube, das war in die letzten paar Spiele war es auch deutlich, dass Christmas hat sehr oft den Ball gebracht und das fehlt natürlich jetzt. Wahrscheinlich ist das eine größere Schwächung, als dass Eric Otsuga nicht da ist, wirklich. Aber wir haben Döding und Hund und die werden auf dem wird es auch drauf ankommen heute. Oh, das ist alles wild gespielt und dann der Foul von Ward. Das ist, glaube ich, auch schon sein zweites. Aber auch da haben die Düsseldorfer Glück. Das war ein bisschen zu wild von Anderson, glaube ich, dieser Behind-the-Back-Pass. Es war Anderson oder Holloway. Jetzt habe ich es nicht mehr ganz auf dem Schirm, wer da gerade diesen Pass gespielt hat. Richmond gegen Grüttner Bakul. Er ist ein guter Verteidiger. Und dann brauchen die Düsseldorfer deutlich zu lange. Gute Defense von den Dragons. Während Ward schon nochmal das Zwiegespräch mit dem Offiziellen sucht. Also halten die Düsseldorfer weiterhin bei 4 Punkten. So, jetzt bringt Döding den Ball. Gegen Holloway. Grüttner Bakul im Pick and Roll mit Weitzel. Das ist ein toller Pass. Und der ist dann nicht einfach, der Abschluss, aber stark gemacht von Jonas Weitzel. Und damit die Dragons jetzt mit der zweistelligen Führung hier im ersten Viertel. Ja, Richmond. Koblen. So, jetzt Holloway mal für 3 und der geht rein. Das war toll gespielt von den Düsseldorfern. Und jetzt endlich auch mal mit dem erfolgreichen Wurf. Haben sich schon ein paar ganz gute Würfe herausgespielt, die sie einfach nicht getroffen haben. Deswegen gute Nachricht für die Düsseldorfer, dass das jetzt hier mal gelingt. Terry Ward für 3. Nicht mit der Antwort und dann ist es das Foul beim Rebound von Grüttner Bakul, der sich da mit den Armen zu viel Platz verschafft. Unstrittiger Call. Aber auch die Dragons generell, ich würde sagen, jetzt schon den ein oder anderen freien Dreier nicht durch die Reuse gebracht. Dementsprechend auch da noch viel Luft nach oben in der Offensive bei den Klagenbrückern. Oh, Richmond macht das eigentlich gut. Und dann auf der anderen Seite ist es Moro. Und die Düsseldorfer bleiben im Ballbesitz aufgrund eines Fouls. Jonas Weitzel da beim Rebound. Zu viel Armeinsatz. Richmond. Post gegen Hund. Das ist ein interessantes Duell und Hund. Das kann er. Weiß ja genau, wann der Gegner ein bisschen zu viel Schulter einsetzt und Richmond kann den Call nicht ganz nachvollziehen, aber das hat Hund sehr stark gemacht. Sehr klug das Offensivfoul angenommen. Das ist ein Grund dafür, warum ich ihn zum Player to Watch gemacht habe. Genau das kann er, ist ein unheimlich ekliger Verteidiger. Und das nächste Foul der Düsseldorfer, das Jannis Hund jetzt an die Linie schickt. Das ist ein schönes Zitat in das Programmheft von in der Artland Arena heute, von dem Interview mit Jannis Hund. Der soll sich beschreiben in 3 Worte. Der hat geschrieben, klein, aber kopfballstark. Ja, das ist sehr schön. Ist ein Kämpfer. Das ja, ist absolut. Die Halle hier liebt ihn dafür. Ja, absoluter Kämpfer. Aber eben nicht nur darauf zu reduzieren,
Nein. Hat man gesehen jetzt seit dem Abgang von Bradley. Er ist jemand, der das Spiel auch leiten kann. Er hat einen unglaublich schnellen ersten Schritt. Und kein Point Guard spielt gegen ihn. Ja. Sag mal, das ist als Verteidiger ist einfach eine Klette. Ja. Düsseldorf jetzt wieder im Angriff. Holloway mit dem weiten Dreier, aber auch der findet sein Ziel nicht. Ja, das Spielsystem der Düsseldorfer ist ziemlich einfach zu erraten. Und auf der anderen Seite aber auch nicht erfolgreich von draußen. Also beide Mannschaften auch durchaus mit Problemen in der Offensive. Der Unterschied bei den Dragons ist, oh, sehr schön gemacht von Moreau. Stravetsky, der jetzt auch mit von der Partie. Ja, und dann wollte Bilding da das Foul haben. Guter Pass und Stravetsky für drei, aber auch der nicht erfolgreich. Und dann fast der Offensiv-Rebound auf Seiten der Dragons. Auch das ein ganz gut herausgespielter Dreier, toller Pass von Weitzel, aber... Ja, sehr schön gespielt. Leider nicht mit der notwendigen Erfolg. Ja, beide Mannschaften. Erfolg. Zumindest vom Perimeter noch überhaupt nicht erfolgreich. Düsseldorf mit 13%, die Dragons mit 22%. Das ist beides deutlich unterm Schnitt. Und natürlich auch unter den eigenen Ansprüchen. Richmond gegen Perry. Schwieriger Dreier dann und der landet auch nirgendwo. Gut verteidigt von den Dragons. Ja. Ja, eigentlich natürlich ein Mismatch da von Richmond gegen Perry, aber Perry eben jemand, der sehr eng am Flügel verteidigen kann. Also die nächste gute Defensivsequenz der Quakenbrücker. Und ein bisschen zu kurz der Wurf, also nicht ein bisschen, sondern schon ein gutes Stück zu kurz. Und Koblin macht das stark. Will da, glaube ich, noch das Foul haben. Und auf der anderen Seite Perry. Ähnlich. Viel Kontakt. Und dann ist der Ball schon wieder bei den Dragons, während Richmond hier ein bisschen braucht, um aufzustehen. Aber es bleibt weiterhin eine ganz wilde Partie. Ohne viel Spielfluss, muss man sagen. Ja, wir sind wieder bei dem Tübingen-Spiel mit vielen Turnovers, die Dragons jetzt. Ja, beide Mannschaften verlieren den Ball hier. So ein bisschen manchmal habe ich das Gefühl, gerade bei den Dragons, dass vielleicht auch jemand, wo vielleicht die Christmas dann fehlt, dass man erst einen Schritt macht und sich dann überlegt, was genau passiert. Ja. Die Düsseldorfer können die Uhr nicht ausspielen. Ja, da waren noch die Hände dazwischen. Aber sehr gut gemacht von Anderson, der hier seine Farm wieder auf 5 Punkte ranbringt. Die Dragons jetzt mit der letzten Möglichkeit. Und da vertändeln sie den Ball und ja, Düsseldorf auf der anderen Seite dann nicht mehr mit dem Abschluss. Aber die Dragons mit 18-13 in Führung, weil es ist bisher noch nicht das höchstklassigste Basketballspiel. Vielleicht ändert sich das im zweiten Viertel. Wir machen eine kurze Werbepause und melden uns dann zurück. So, wir sind zurück in der Artland Arena. Ja, Bob, was ist dein Eindruck von ersten Viertel sehr zu erfahren? Ich glaube, du hast es sehr, sehr deutlich und sehr genau und richtig gesagt. Das ist so ein bisschen so ein Spiel, der keine Mannschaft ist wirklich auf der Höhe seines Könnens. Viel Ballverluste. Die Düsseldorfer leben natürlich von ihrer Würfe von außen. Und wenn sie treffen, ist das natürlich sehr gefährlich. Sie haben sehr gute Würfe. Aber
Das Spiel hängt noch jetzt. Schade, dass die Dragons den letzten 80%. Die Dragons im Moment in Führung aufgrund ihrer doch ganz guten Statistik aus dem Zweierbereich. Und bei den Dragons sehen wir jetzt auch John Raton, der Neuzugang. Jetzt nicht mehr ganz so neu, aber im Winter ja gekommen. Ich glaube, da können die Dragons wirklich unterm Korb auf den Center-Position. Da können die wirklich dann ihre Stempel auf das Spiel aufsetzen. Ja, wir haben es am Anfang mit Marco Batschak gesehen. Das ist dann mit Jonas Weitze, weil er natürlich auch ein anderer Spielertyp ist, hat sich das so ein bisschen verändert. Mal sehen, wie es jetzt mit Jean Raton läuft. Erstmal der Pass raus zu Ward und Raton. Ja, ein bisschen zu kompliziert dann am Ende. Und der nächste Dreier, der sein Ziel nicht findet, aber Strawewski steht dann im Leider Aus. Ja, bei Raton merkt man, er hat sehr gute Ansätze auch gerade. Das hat er eigentlich ganz gut gemacht, aber dann fehlt noch so der letzte, so wie man es dann zu Ende bringt, eben so ein Move. Das fehlt ihm dann manchmal noch ein bisschen. Und er ist jung. Döding, der wird viel lernen hier in Quagenburg. Boah, knapp vor der 8-Sekunden-Überschreitung die Düsseldorfer, aber die Schiedsrichter lassen es laufen, da natürlich auch immer ein bisschen im Zweifel für den Angreifer. Und auf der anderen Seite die Düsseldorfer mit ihrem dritten erfolgreichen Dreier. Ja, da deuten die Dragons ihnen nicht zu viel Platz geben. Und Strawewski, auch das ein bisschen zu kompliziert gespielt. Düsseldorf macht die Zone jetzt eng. Und dann aber nicht erfolgreich. Und der nächste unnötige Turnover auf Seiten der Dragons. Und das zwingt Patrick Flumo natürlich jetzt auch zur Auszeit. Also da gerade ein bisschen Vogelwild, was die Dragons spielen. Ja, ich denke, der Pat wird sie ein bisschen zusammenfalten, glaube ich, jetzt in der Timeout. Weil das war total unnötig. Ja, wichtig ist jetzt auch, würde ich sagen, dass das ist so eine Situation, in der man jetzt auch mal klare Worte finden muss auf Trainerseite. Da darf man jetzt nicht falsche Rücksicht walten lassen und irgendwie zu nett sein mit seinen Spielern. Dragons sind natürlich ein junges Team, aber genau das sind so Punkte, wo man sagt, da muss man jetzt so ein bisschen zusammenfalten, natürlich alles im Rahmen. Das sicherlich auch was zum Beispiel auch Patrick Flumo am Anfang der Saison erst vielleicht noch lernen musste. Wir haben natürlich keine Möglichkeit, hier reinzuhören, aber das wäre zumindest, glaube ich, jetzt das Richtige, dass man da jetzt mal so ein bisschen zeigt, Spiel ruhig machen, vielleicht nicht den größten Risikopass spielen, sondern die Systeme ruhig zu Ende spielen auf den freien Dreier. Und dann, auch wenn man ihn nicht trifft, am Ende irgendwann wird es dazu kommen, dass man dann auch seine Würfe trifft und dann nicht irgendwie nervös werden. Koblin, ja. Anderson gegen Döding. Anderson. Oh, das war stark gespielt. Und Moreau mit dem ersten Highlight dieser Partie. Zumindest der erste Dank auf jeden Fall. Und wir haben ein ausgeglichenes Spiel. Ja, die Dragons sind überhaupt noch nicht in die zweite Viertel reingekommen. Und auch der Ball ist zu weit und der nächste offene Dreier, der nicht sein Ziel findet. Und das macht Anderson gut. Federici aber dann gut verteidigt von den Dragons ohne Foul. Und das müssen sie jetzt mal machen. Und das machen sie. Und das vielleicht mal mit einem Hallo wach. Und der nächste Ziel der Dragons. Die das Spiel jetzt ruhig machen.
Also das vielleicht mal so ein Hallo Wach, gute Defense, einfache Offense. Und Jean Raton zeigt ein bisschen was von seinem Potenzial. Und auf der anderen Seite jetzt Weitzel und der nächste Dreier, der sein Ziel nicht findet. Und das ist immerhin richtig guter Hustle der Dragons. Torm Döding da jetzt schon richtig zwei, dreimal gut zugepackt. Und dann vor allen Dingen auch ohne Foul. Zwar bleiben die Düsseldorfer im Ballbesitz, aber Kampf zeigen, Willen zeigen, das ist jetzt wichtig. Nicht das zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, wie es Will Christmas am Anfang gesagt hat. Das hat ihn gegen Leverkusen ein bisschen das Genick gebrochen. Und das passiert hier natürlich aus Sicht der Dragons hoffentlich heute nicht. So ein Marvin Möller jetzt früh in der Partie bekommt hier gleich mal von Pat das Vertrauen geschenkt. Und dann zieht er gleich mal das Offensivfoul gegen Daniel Meyer, der ebenfalls in die Partie gekommen ist. Er ja von mit Abstiegskampfteilnehmer, wie drückt man das aus, Schwenning, an den Rhein gewechselt. Award. Und dann Tom Döding, weiter Dreier, findet sein Ziel nicht. Ward so ein bisschen bisher symptomatisch für das Spiel der Dragons, die ja eigentlich so ein bisschen wundersamerweise noch in Führung sind. Also kam Glück, dass Düsseldorf sich so ein bisschen anstecken lässt von dieser Unruhe im Spiel. Aber die jetzt hier mit diesem Dreier von Holloway in Führung gehen. Torm Döding zu sehr. Marvin Möller. Und dann Döding. Es ist wieder schwer. Und dann war der Ball nicht am Ring. Dementsprechend die 24 Sekunden Übertretung. Es wirkt irgendwie so ein bisschen so Street-Basketball-mäßig gerade. Also es ist so ein bisschen wie in der Schule damals. Sehr chaotisch. Kein wirkliches System, habe ich das Gefühl. Perry kommt jetzt wieder rein. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Two-Man-Game, so ein bisschen Pick-and-Roll und die anderen stehen irgendwie dabei und gucken so ein bisschen zu. Ich glaube, wir sollen das Thema Dreier erstmal so für ein paar Minuten so liegen lassen und mehr unter dem Korb, weil ich glaube, da haben die Dragons eigentlich gute Chancen, was zu machen, aber Herr Batschak jetzt lange schon nicht mehr drin. Natürlich ja. Er wahrscheinlich immer noch ein bisschen oder sind wahrscheinlich immer noch ein bisschen vorsichtig wegen seiner Verletzung, aber er vielleicht jetzt jemand, genauso wie Devondre Perry, dem jetzt hier viel Verantwortung zukommt. Oh, Daniel Meyer, genau das ist natürlich seine große Stärke, seine Größe, die er im Rebound zeigen kann. Und dann aber gut verteidigt bei Marvin Möller. Ah, der Schrittfehler, das war ein bisschen zu, hat er nicht ganz mit dem Pass gerechnet. Ich glaube, der Ball war nicht von ihm gemeint. Das war das Problem, der kam dazwischen. Ja, aber das ist ja durchaus was Marvin Möller kann. Er ist ein guter Verteidiger. Die Dragons ja grundsätzlich drei ganz gute Guard-Verteidiger im Team mit Möller, Döding, Hund. Und alles Leute, die defensiv durchaus einen Impact haben. Richmond jetzt mal mit dem End-One. Ganz stark gemacht von Ryan Richmond. Zeigt, warum er der Topscorer ist. Das sind, glaube ich, seine ersten Punkte in der Partie. Möller mit seinem ersten Foul. Bleibt aber auf dem Feld. Richmond jetzt an der Linie. Ja, nicht erfolgreich und Weitzel mit dem Rebound. Und jetzt haben sie Jonas Weitzel und Marco Batschak, ihre beiden
klarmäßigen Center auf dem Feld. Award. Gegen Richmond hat er natürlich Größenvorteile und Möller für drei, aber auch der trifft nicht. Und Dantzak macht das richtig gut und genau deswegen hat ihn Pat gebracht. Und der nächste Dreier, der fällt jetzt deutlich besser bei den Düsseldorfern. Hollowell bringt jetzt hier mit 4 Punkten in Führung. Perry ist noch nicht ins Spiel. Nee. Die Dragons brauchen Perry unbedingt. Und Richmond mit dem nächsten Dreier. Und Marco Batscher guckt da zu Patrick Flomo, der allerdings die Timeout nicht nimmt. Janis Hund sitzt da draußen. Also die Düsseldorfer jetzt vor draußen sehr gefährlich. Und dann das nächste Offensivfoul der Dragons. Bewegter Block. Also bisher ist es hier wirklich ein vermaledeites zweites Viertel. 4 Punkte erster Dragons. Jonas Weißel mit seinem zweiten Foul. Ja, und Düsseldorf spielt das jetzt, muss man sagen, sehr gut runter. Lassen sich da nicht von der Nervosität der Dragons anstecken. Treffen jetzt vor allen Dingen auch ihre Dreier, das, was sie im ersten Viertel nicht getroffen haben. Die Dragons bleiben da weiterhin, ja, überhaupt nicht konstant, beziehungsweise treffen bisher überhaupt nichts. 7% aus dem Dreierbereich. Und Richmond macht das gut. Und dann mit ein bisschen Glück fällt der Ball in die Hände der Düsseldorfer. Und dann ein bisschen mehr Glück noch, dass der Ball da durch die Reuse fällt. Aber es gibt ja die bekannte Phrase Glück des Tüchtigen. Die, denke ich, ist hier durchaus anwendbar. Und das ist einfach irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Also da Daniel Meyer so zu attackieren, ist dann doch ein bisschen zu optimistisch und da haben sie Glück, dass die Düsseldorfer hier nichts draus machen. So, Marvin Möller geht wieder aus der Partie raus. Ihm kommt Janis Hund, der irgendwie Ruhe in die Partie bringt. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die die Dragons haben. Irgendwie ihre Spielsysteme einmal ein bisschen ausspielen, meinen freien Wurf sich erarbeiten, zum Beispiel hier, und der fällt dann wieder nicht, also es ist irgendwie echt seltsam. Das hätte jetzt mal hier aber auch mal einen Treffer verdient gehabt. Und Perry macht das auf der anderen Seite stark, lässt da nicht die einfachen Punkte von Richmond zu, und das ist wieder gut verteidigt von Düsseldorf. Und das Foul von Perry gegen Rollins, der hier an die Linie darf. Also ein ganz komisches Spiel aus Sicht der Dragons, die irgendwie überhaupt keine Struktur haben. Wir haben 7,5 Minuten, der zweite Viertel und nur 4 Punkte. Das ist deutlich, eindeutig zu wenig. Sie haben Glück, dass hier Düsseldorf nur mit 9 Punkten noch führt. Rollins jetzt mit der Möglichkeit hier, das für zweistellig zu machen. Und Düsseldorf verteidigt vor allen Dingen gut. Das ist gar nicht unbedingt das, was man von ihnen so kennt diese Saison. Aber sie verteidigen sehr, sehr, sehr gut bisher. Ja. Aber die Dragons machen es ihnen natürlich auch relativ einfach. Dragons wirfen den Ball zu oft weg, das ist das Problem, glaube ich. Ja, und sie sind zu oft mit dem Kopf durch die Wand, zu sehr auf Einzelaktionen wie hier.
Natürlich macht Jannis Hund das jetzt mal ganz gut und hat da eine gute Hangtime, aber einen Blumentopf gewinnst du nicht, indem du nur auf Einzelaktion setzt. Es ist einfach so, die Düsseldorfer haben 3-4 Alternativen, den Ball zu werfen. Das ist im Moment bei den Dragons nicht so. Jetzt, komm, gut. Und die einfachen Punkte jetzt mal. Gute Defense der Dragons. Einfache Offense auf der anderen Seite. Das muss ihr Erfolgsrezept sein. Der Rückstand wieder auf 6 Punkte reduziert. Hier sieht man, dass die Dragons keine Cheerleader-Probleme haben in der Nachwuchs. Das stimmt. Ja, an sich verteidigen die Dragons ja heute gar nicht so schlecht. Natürlich muss man sagen, die Dreierquote bei Düsseldorf hat jetzt deutlich nach oben korrigiert. 40% jetzt vom Perimeter. Aber offensiv ist das irgendwie noch sehr viel Stückwerk, sehr viele Einzelaktionen. Und da ist dann Düsseldorf auch, macht das heute auch zu gut, um sich davon irgendwie groß beeindrucken zu lassen. Aber jetzt mal 2 Stops. Und die 4 schnellen Punkte, vielleicht so ein kleines Hallo wach. Deswegen die Düsseldorfer natürlich auch gleich mit der Timeout, um hier 2 Minuten vor der Halbzeitpause die Dragons nicht in den Rhythmus kommen zu lassen. Denn das wissen sie natürlich auch, die Düsseldorfer, die Dragons können sich da ganz schnell reinspielen und dass das nicht das normale Gesicht der Dragons ist. Das wissen sie wahrscheinlich auch, deswegen wollen sie da natürlich dafür sorgen, dass da überhaupt kein Spielfluss zustande kommt. Ich glaube, die Aufgabe der Dragons muss sein, den Perry ins Spiel zu bringen, weil wir wissen, was er kann. Und im Moment, bei seinen 4 Punkten, ist das nicht richtig sein Spiel im Moment. Na, Topscorer bei den Dragons im Moment, Marco Batschak. Mit 9. Und eigentlich ganz gut verteidigt von den Dragons. Aber Muro mit dem 1 gegen 1 gegen Perry. Und das ist ein Wurf, den eigentlich Perry ganz gern nimmt. Ja. Aber Muro macht ein sehr gutes Spiel. Sehr trittsicher. Ja, absolut. Und das Foul. Die Düsseldorfer, nachdem wir im ersten Viertel relativ schnell in den 5 Team-Fouls waren, haben sie sich damit jetzt ganz gut zurückgehalten. Ja. Daniel Meyer mit dem Foul geht jetzt auch raus. Für ihn kommt Bona zurück, wenn ich das richtig sehe. Ne, Möller. Oh, der ist viel zu weit, das hat man schon gesehen. Und jetzt nochmal Grüttner. War cool! Das war enorm wichtig für die Dragons, dass sie jetzt mal hier einen Dreier wieder treffen. Und dann Donald Perry mit seinem zweiten Block gegen Möller. Ja, das Timing von ihm ist enorm stark. Nicht das erste Mal diese Saison und auch nicht das erste Mal in diesem Spiel, der dafür so einen Highlight-Block sorgt. Aber auf der anderen Seite der nächste Dreier. Und dann der Rebound von Moreau. Du hast es gesagt, Moreau macht ein richtig gutes Spiel. Unnötiges Foul von Grüttner Bakul. Und Moreau macht das sehr stark, behält er die Kaltschnäuzigkeit. Bitte Foul. Ja, und das dritte Foul von Grüttner Bakul. Jetzt muss er gleich wieder gerade nur ein Zweier gewesen. Ja. Aber die Düsseldorfer bleiben an der Linie nicht gut. So, Perry jetzt mal für 3. Und der trifft vielleicht so einen Dosenöffner aus Sicht der Dragons. Ja, eine Dreier, ein Block. Der Perry ist jetzt vielleicht doch noch im Spiel. Ja, du hast es gesagt, wir müssen ins Spiel bringen. Vielleicht hat er sich gerade selber so ein bisschen auch ins Spiel gebracht.
Ja, guten Aktion hinten, gute Aktion vorne. Und auf der anderen Seite bleiben die Düsseldorfer aber enorm treffsicher. Und Dimitris Ward trifft den nicht und die Düsseldorfer gehen mit einer 8-Punkte-Führung hier, mit einer völlig verdienten Führung, muss man auch dazu sagen, in die zweite Hälfte. Die Dragons haben einiges aufzuarbeiten im Pausentee. Mal sehen, ob ihnen das gelingt. Wir melden uns gleich wieder zurück, dann pünktlich hier zum dritten Viertel aus der Artland Arena. Bis gleich. So, wir sind zurück hier aus der Artland Arena zum Spiel der Artland Dragons gegen die Art Giants aus Düsseldorf. Ja, und wir sehen ein sehr zerfahrenes Spiel, würde ich sagen. Bob, was meinst du? Ja, total, total zerfahren. Es ist schwer zu sehen, wie die Dragons jetzt, was sie jetzt ändern wollen. Wir haben am Anfang oder vor der Halbzeit haben wir gesagt, Perry muss mehr ins Spiel. Wir brauchen ein bisschen Wurfglück auch. Wir sehen im Moment eine katastrophale 3-Punkte-Statistik von 12%. Das ist nicht die Dragons, die wir hier kennen und lieben. Ja, absolut. Wir entschuldigen uns übrigens für ein paar Tonprobleme, die wir in der ersten Halbzeit haben. Ich hoffe, dass wir das jetzt ein bisschen beheben konnten. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Dragons mit einer, ja doch, würde ich sagen, katastrophalen Dreierquote von 12%. Die Düsseldorfer am Anfang auch nicht viel getroffen von draußen, aber dann im zweiten Viertel deutlich bessere Wurfauswahl gehabt und dann auch deutlich besser getroffen. Sie steht jetzt bei 41%, das ist sehr gut. Die Dragons sind hier eigentlich im Prinzip nur im Spiel, weil sie ganz gut verteidigen eigentlich gegen Düsseldorf, die jetzt zwar auch ein bisschen besser von draußen getroffen haben, aber grundsätzlich ihr, ja, noch nicht so ganz diese Offensivmaschinerie ins Laufen bekommen haben, wie man es dann doch kennt. Hinzu kommt, dass die Dragons dann doch, was die Rebounds angeht, eigentlich ganz gut dabei sind und da bisher Düsseldorf dominieren. Ansonsten,
Ja, die Turnover 9 Stück bei den Dragons, 8 Stück bei den Düsseldorfern. Das läuft bei beiden Mannschaften nicht wirklich gut. Und insgesamt muss man sagen, es ist bei den Dragons einfach viel Kopf durch die Wand. Vielleicht fehlt so ein bisschen die führende Hand von Jaden Bradley, von dem vielleicht auch, aber von William Christmas. Ja, interessanterweise habe ich gesehen, die Düsseldorfer sehr früh wieder aus der Kabine gekommen. Das heißt, da gab es offensichtlich nicht so eine lange Halbzeitansprache, anders als das sicherlich bei Pat Flomo der Fall gewesen sein wird. Denn, ja, das ist natürlich nicht der Basketball, den er spielen will. Die Dragons kommen viel, weil arbeiten sich viele Chancen eben aus ihrer guten Defensive, und das haben sie heute nur das ein oder andere Mal aufblitzen lassen. Aber viel zu selten. Dazu kommen eben diese Dreierquote, wo man auch nicht so richtig eine schöne Erklärung findet. Es sind jetzt nicht nur schlechte Würfe. Klar, ein paar Dreier, die hätte ich jetzt so nicht genommen, aber auch viele offene Dreier, die sie haben liegen lassen. Aber wer weiß, wie es jetzt hier losgeht. Wird aber cool, er ja schon mit 3 Fouls belastet. Auch das kein einfaches Ding, aber macht er dann ganz gut. Mit dem soften Touch da am Ende. Ein Fleckewurf. Na, gegen Bohner. Der natürlich eigentlich deutlich größer ist als er. Und Anderson. Und gleich mal das Foul von Bohner beim Rebound. Das muss sein dritter sein. Ja. Also auch er jetzt belastet mit dem dritten Foul. Und die Dragons jetzt mit der Möglichkeit wieder auf 3 bzw. 4 Punkte ranzukommen. Janis Hund, Schüttner-Bakul, und da findet Batschak Perry, aber der verweigert den Dreier, muss jetzt hier ins 1 gegen 1, Perry, ja, das ist nicht der Wurf, den sie haben wollen, er passt eigentlich ganz gut, da muss er direkt den Dreier nehmen, aber ja, wenn man hier heute auch nicht so gut die Dreier trifft, dann... Oh, sehr schön gespielt, aber dann lassen sie den liegen, die Düsseldorfer. Also da haben sie es ein bisschen zu gut gemeint mit den Dragons. Aber die auf der anderen Seite nimmt er dann den Wurf, wo ich sage, der ist deutlich zu überhastet. Natürlich kann er den treffen, aber auch das nicht der Wurf, den Flomo da sicherlich sehen will. Und dann der nächste Turnover der Dragons. Schlechter Pass von Grüttner Bakul und dann das Foul von Perry. Ein sehr erfahrenes Spiel von den Dragons. Ja. Booker Koplin darf jetzt an die Linie. Für Perry ist es das zweite Foul. Seinerseits muss man sagen, die Düsseldorfer bisher lassen viel von der Linie liegen. Treffen da nur jetzt 43% mit diesem getroffenen getroffenen Freiwurf. Jetzt glaube ich das erste Mal, dass sie beide Freiwürfe verwandelt haben. Immer wieder bei 10 Punkte Führung zum Düsseldorfer. Perry jetzt mal mit dem ganz gut herausgespielten Dreier, der geht nicht, aber die Offensiv-Rebounds halten die Dragons im Spiel und jetzt macht es Perry ein bisschen besser und trifft den jetzt mal endlich. Den hat er reingezwungen quasi, den Dreier. Oh, guter Pass von Federici auf Bona. Macht das sehr gut. Federici
sind so diese Steckpässe, die die Düsseldorfer das ein oder andere Mal jetzt schon erfolgreich umgesetzt haben. Bei den Dragons landen die irgendwie immer bei Ballverlusten. Oh, Perry! Holt sich da seinen eigenen Rebound, also der will jetzt hier wirklich wissen. Ja, ich glaube, so muss der Funken überspringen, ne? So in der ganzen Mannschaft. Ein bisschen, der Defense ein bisschen noch anziehen, ein bisschen ein paar Bälle gewinnen, ein paar Hustles. Und vielleicht fällt der eine oder andere Dreier auch noch dazu. Ja, irgendwann sollte sich die Dreierquote vielleicht mal ein bisschen nach oben korrigieren aus Sicht der Dragons. Gestern ja ähnlich bei Paderborn gewesen. Die große Probleme am Perimeter hatten gegen die Gäste aus Bremerhaven. Und dann die einfachen Punkte durch den Tipp-In von Bona, dem wenig Gegenwehr geleistet wird. Kein gutes Boxout. Ratschak gegen Bona. Kein Foul. Boah. Und dann aber beim Spin-Move da von Ratschak. Ja. Denke ich okay, dass man da, dass, also Federici da kein Foul anhängt gegen und stellt da eigentlich nur so ein bisschen seinen Körper rein, ohne jetzt würde ich sagen, total verbotene Verteidigungsposition zu haben. Aber dann wird Marco Batschak an die Linie geschickt. Aber nachdem er die ersten beiden Freiwürfe getroffen hat, er auch jetzt mit Problemen am Charity Stripe. Aber der zweite erfolgreich von ihm. Er jetzt mit 10 Punkten. Zweitbester Scorer der Heimmannschaft. Oh, das war stark gespielt. Bona mit den nächsten Punkten. Er jetzt auf jeden Fall Zielspieler bei den Düsseldorfern, die deutlich mehr über Inside kommen. Und dann der Schrittfehler von Batschak. Düsseldorf macht das jetzt sehr gut. Ja, war ein bisschen durch mit dem Kopf durch die Wand, aber dann. Du hattest schon vorhin gesagt, dass man die offensive Leistungen sind zu schnell abgeschlossen, statt ein bisschen Zeit zu nehmen. Ja, gute Verteidigung von Hund. Aber Düsseldorf. Frei zum Korb. Sehr stark gemacht. Da war die Possession schon fast vorbei, aber dann sehr gut den offenen Mann gefunden. Ich glaube, es war Holloway mit dem Slam dann zur 12-Punkte-Führung. Ne, Hollins war es, Entschuldigung. 12-Punkte-Führung für die Düsseldorfer. Ja, und die Dragons, also ich weiß nicht, was Patrick Flomo da zur Halbzeit gesagt hat, aber so richtig umsetzen können sie es bisher noch nicht. Nee, und es kann nicht nur an das Fehlen von Will Christmas als Verantwortung auf diese Ergebnisse im Moment. Das glaube ich nicht. Irgendwie ist der Wurm drin heute. Ja. Hat es vielleicht dann doch auch, wenn natürlich Christmas das in der Vorbesprechung anders gesagt hat, aber vielleicht doch ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Ja, es ist gar nicht so lange her, dass wir das Spiel gegen Leverkusen auch hier gehabt haben. Die kamen auch als Tabellenletzte oder Vorletzte. Und vielleicht ist da tatsächlich was dran, dass die Dragons das nicht so richtig sehen, wie Spiele gegen Tübingen als wichtige Spiele. Ja, die Favoritenrolle liegt ihnen nicht. Das sind eigentlich Profis, die wissen es schon. Und ich glaube nicht, dass unser Trainerteam da gesagt hat, das ist ein einfaches Spiel. Nee, das ist ja auch wenn dann was glaube ich, eher unterbewusst passiert. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand heute Nacht eingeschlafen ist mit dem Gedanken, ja, die hauen wir weg morgen, das ist ja kein Problem. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen das Alter der Dragons.
das war jetzt mal gut gespielt. Denn es ist eigentlich wesentlich schwieriger, diese Favoritenrolle gut auszuspielen, habe ich manchmal das Gefühl. Jetzt mal gut verteidigt. Und dann eigentlich der Putback von Bona, aber der fehlt nicht. Das Foul. War vorher. Ward schickt Copland dafür an die Linie. Aber der lässt den ersten liegen. Gut 5 Minuten noch zu spielen. Hier im dritten Viertel für die Dragons. Muss es darum gehen, ein bisschen am Rückstand zu knabbern. Und wenn möglich, zumindest einstellig zu halten. Das muss die Mindestanforderung eigentlich sein vor dem vierten Viertel. Dann ist hier noch alles möglich. Perry im 1 gegen 1 gegen Rollins. Ach, Taylor passt hin, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und Hund, der muss dann den schwierigen Wurf nehmen. Federici. Copland. Copland. Bona. Copland mit dem freien Dreier. Der geht nicht. Und der Rebound ist bei den Dragons. Weiter in die zweistellige Führung. Und dann das Foul. Von Anderson. Er allerdings noch überhaupt nicht faul belastet. Und der Dreifachwechsel bei den Düsseldorfern Hollowell, Gebhardt und Richmond kommen in die Partie. Und Weitzel jetzt mal für 3 und der war sehr wichtig für die Dragons. Hat einen sehr schönen Wurf eigentlich, der setzt ihn zu selten ein, aber er kann das. Oh, da haben sie spekuliert, Brüttner war cool und dann aber die einfachen Punkte von Bona. Oh, das ist ein schlechter Pass von Stravetsky. Da waren 2 Leute da. Das ist doch viel zu einfach, wie sie es da den Düsseldorfern machen. Und auf der anderen Seite die einfachen Punkte. Bona spielt ein richtig starkes Viertel, dem er offensiv nicht so richtig aufgetaucht ist. In der ersten Halbzeit macht er das jetzt richtig stark und dann das Foul. Dragons verteidigen auch nicht gut in dieser Fehde. Sind irgendwie ein bisschen so ein halbes Schritt hinterher jedes Mal. Und Foul geht gegen Gebhardt. Ich weiß nicht, wie die Turnover-Statistik wieder aussieht, aber gefühlt ist das sehr, sehr hoch aber cool. Bei das ist jetzt mal gut rausgespielt und Jonas Weitzel mit dem Floater. 3 Minuten noch gut zu spielen. 10 Punkte, die Führung weiterhin für Düsseldorf, die das hier sehr gut spielen, muss man sagen. Sehr erwachsen. Nicht aufgeregt irgendwie in der Offense, auch wenn sie da mal die Zeit ein bisschen runterspielen müssen. Die haben gute Optionen auf die Düsseldorfer, das ist richtig so. Ich habe am Anfang gesagt, die Guards eigentlich der elementare Teil dieser Offense bei den Düsseldorfern. Das stimmt natürlich auch auf die Saison betrachtet, aber jetzt Leonard Bona mit 10 Punkten, die er, soweit ich das richtig gesehen habe, alle in diesem Viertel gemacht hat. Zumindest den absoluten Großteil davon. Moreau ebenfalls ein richtig gutes Spiel, gerade im zweiten Viertel hat der richtig stark gespielt. Ja. Ja, du hast da recht. Jemand, der 0 Punkte zur Halbzeit hat und dann jetzt schon 10 Punkte in 7 Minuten.
Ja, das ist dann natürlich auch gut, ne? Weil die Dragons sich dann vielleicht darauf konzentrieren, das mehr zu verteidigen, vielleicht dann Inside ein bisschen unaufmerksamer sind, weil sie versuchen wollen, den Dreier wegzunehmen, und dann ist das auch einfach sehr gut gespielt von Duesseldorf. Wieder enger Mann, Gebhardt, Anderson. Oh, Anderson, das ist viel zu einfach. Da kann Hund nicht vor ihm bleiben. Natürlich hat er da ein Mismatch, aber da kommt dann auch keine richtige Hilfe. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass die Help-Defense da der Dragons irgendwie komplett non-existent war. Weitzel auf Ward. Und das ist ja wirklich unfassbar, wie wenig die heute von draußen treffen, die Dragons. Das ist auch nicht wirklich zu erklären, ehrlich gesagt. Also es wird ja alles nicht unbedingt schlecht herausgespielte Würfe. Es ist irgendwie Nervosität, fehlender Rhythmus. Aber Demetrius Ward hatte in der ersten Hälfte 0 von 5 Dreier. Und sind nicht mehr geworden. Ja, das sind wieder zwei, glaube ich. Ja. Nein, Zünden steht aber bei 0 von 6. Okay. 12 Punkte Führung mit der Möglichkeit, sie hier ein bisschen auszubauen. Richmond, aber mit dem Offensiv-Foul. Ja, viel zu viel Armeinsatz dagegen. Brückner Bakur aus der Kameraperspektive jetzt nicht so einfach zu sehen, aber... Ja, war ein harter Call, glaube ich, aber... Ja, Brückner Bakur hält sich auf jeden Fall die Seite. Im besten Fall einfach wahrscheinlich ist das Beste, ohne Arm zu lösen, dann... Ja. Können die Schiris da gar nicht auf Offensivfoul entscheiden. So, die Dragons mit der Möglichkeit, ein bisschen zumindest am Rückstand wieder zu knabbern. Vielleicht mit so einer kleinen Schlussoffensive jetzt hier vor dem vierten Viertel. Jonas Weitzel. Leicht läutet es ein und die Auszeit relativ schnell genommen, muss ich sagen. Eigentlich würde ich sagen, Duesseldorf grundsätzlich im Rhythmus gewesen. Aber das sieht Florian Flapp offensichtlich anders, nimmt hier die nächste Timeout relativ früh. Die zweite bereits im dritten Viertel. Und jetzt wird es für die Dragons gehen, nochmal die zwei, drei letzten Possessions der Düsseldorfer gut zu verteidigen und selber vielleicht hier nochmal ein bisschen zu punkten. Dann ist man vielleicht auf 6 Punkte oder so ran und dann ist hier noch alles wieder möglich, aber dazu muss man eben jetzt auch defensiv deutlich höhere Intensität reinbringen. Es ist eigentlich der einzige Weg wieder zurück ins Spiel über die Defense. Der Ball läuft nicht offensiv, ob der Demi Ward noch einen Dreierversuch macht oder ob er dann sagt, so, lass uns jetzt sehen, wie wir die Punkte unter dem Korb machen oder wie. Ich glaube, Basketball ist ein Spiel von Kopf und der Mutige, der dann nimmt so ein Wurf und sieht, das kann diese Funken geben, so dass die Dragons dann wirklich besser spielen. Ich hoffe noch auf Perry, weil er hat zwar 12 Punkte gemacht, aber spielt noch unter seinen Möglichkeiten und er ist der Mann, der wirklich dieses Spiel gewinnen kann für die Dragons. Gute Defense von den Dragons eigentlich, aber Gebhardt mit viel Willenskraft schwingt er den Ball da rein. Ja, sowas fällt dann manchmal auch eigentlich gut verteidigt von den Dragons, aber Gebhardt macht das auch richtig stark. Und Torben Töding, also selbst der relativ einfache Mitteldistanzwurf will nicht fallen bei den Dragons.
Ganz stark gemacht von Möller. Viel zu einfach gegen Raton, der ihm da die gesamte linke Schulter anbietet. Und das auf der anderen Seite dann aber deutlich besser macht. Guter Pass ist mal von Ward und Raton. Auch nicht das erste End-One für ihn im Trikot der Quadenbrücker. Wenn er den jetzt macht, dann sind die Dragons auf 10 Punkte ran. Dann können die Düsseldorfer die Uhr auch nicht ganz ausspielen. Starke Aktion im Pick and Roll jetzt mal mit Ward und Raton. Endlich hat auch mal so ein Steckpass da funktioniert. Ja, gute Defense. Sehr eng natürlich, aber dann verdribbelt sich Holloway da. Und 10 Sekunden jetzt noch die Möglichkeit. Aber das war genau der Verteidigung, die wir brauchen. Richtig hart am Mann. Oh. Und was machen wir? Wir schmeißen den Ball wieder weg. Ja. Also wird es hier wahrscheinlich eine zweistellige Führung am Ende kurz vor dem vierten Viertel bleiben, außer die Düsseldorfer schaffen es jetzt hier irgendwie nochmal mit einem Riesenwurf von Koplin, der aber nicht mehr seinen Weg ins Ziel findet. Mit 10 Punkten führen die Düsseldorfer hier auswärts bei den Artland Dragons und haben damit das dritte Viertel sogar noch den Abstand ein bisschen erhöht. Ja, die Dragons offensiv ein bisschen besseres Viertel gehabt, jetzt mit 21 Punkten. Aber defensiv auf einmal viel zu viel zugelassen. Also da waren viele einfache Punkte dabei, der Düsseldorf. Ich glaube, dass die Dragons auch irgendwie Probleme haben damit, dass sie dann sehen sich auf den zweiten Platz heute, wenn sie gewinnen. Und das war nicht so unbedingt zu erwarten. Das ist aber auch übrigens nicht mehr möglich, dadurch, dass Pächter verloren hat gegen Tübingen, die mit 11 Punkten dieses Spitzenspiel gesichert scheint. Wir machen nochmal eine kurze Werbepause und melden uns zurück. So, die Düsseldorfer haben den Ball zum Beginn des Schlussabschnitts. Zeit genug ist auf jeden Fall für die Dragons, aber dafür muss auch schon ganz schön viel hier richtig laufen heute für das Heimteam. Und Düsseldorf macht im Moment nicht den Anschein, als ob sie das hier noch aus der Hand geben werden. Sehr erwachsen, sehr routiniert spielen sie das hier runter. Lassen sich nicht stressen. Und dann ist da auch mal so ein Dreier dabei. Von Holloway. Der hier gleich mal zeigt, nee. Das wollen wir hier nicht mehr aus der Hand geben, liebe Adler Dragons. Jetzt mal Jannes Hund. Mit der Antwort zumindest auf Seiten der Dragons. Das war auch wichtig. Übrigens von Holloway offensichtlich nur ein Zweier gewesen. Glück für die Dragons, dass er da noch mit einem Fuß auf der Linie stand. Für den gegen Koplin. Und dann gute Hände von Perry und dann ist es auf der anderen Seite. Ja, das denke ich relativ unstrittige
Foul von Holloway, das den Fastbreak-Stop keine Chance auf den Ball hat und somit völlig wichtig die Entscheidung da auf das unsportliche Foul. Und das ist natürlich jetzt eine wichtige Sequenz für die Dragons. Wichtig natürlich jetzt, dass Torben Döding hier beide Freiwürfe erstmal macht. Ja, nicht der sicherste Freiwurfschütze in diesem Jahr. Oh. Und sicher war auch das nicht, aber es war erfolgreich. Es zählt alles, was zählt. Aber der zweite fällt eben nicht. Also Torben Döding. Aber wir haben noch mal den Ball. Das ist... Ja, zumindest die Chance hier mal jetzt auf 6 Punkte, vielleicht sogar 5 Punkte mit dem Dreier, aber das will ich heute hier nicht beschreien, ranzukommen. Wir suchen erstmal Batschak. Kein einfacher Wurf. Man weiß ja auch nicht, ob das unbedingt der ist, den man da sehen will. Da soll er doch mal in Post gehen. Und so gibt man hier eine ganz gute Möglichkeit ein bisschen her. Und auf der anderen Seite ist es viel zu einfach. Ja, wollte ich gerade sagen, bei Düsseldorf fallen die Würfe wirklich einfach. So, der war allein jetzt ohne Verteidigung. Weißel jetzt mal für 3, aber auch der fällt nicht und somit die Düsseldorfer mit der Möglichkeit hier wieder ein bisschen davon zu ziehen. Natürlich lassen sie die Uhr jetzt ein bisschen runterlaufen. Sie haben natürlich überhaupt keinen Stress hier schnell abzuschließen. Richmond. Oh, da haben die Dragons Glück. Natürlich nicht der einfachste Wurf, aber auch der guckt wieder rein. Perry. Im Post gegen Copeland. Aber dann solche Dinger, die nicht fallen. Also, es ist wie vernagelt heute für die Dragons. Mit jedem Wurf, den sie nicht treffen, wird es hier immer schwieriger. Ja, auf der anderen Seite jetzt mal gut verteidigt und der Rebound ist bei den Dragons. Und dann werfen sie den Ball weg, Torben Döding mit dem nächsten Turnover. Das macht Düsseldorf aber auch einfach gut. Also natürlich kann man sagen, das war einfach ein sehr ungenauer Pass von Döding, aber die Düsseldorfer passen da auch einfach gut auf und zeigen, warum sie eben zweimal jetzt auch gegen Karlsruhe gewonnen haben. Dass das kein Zufall war. Spielen super, gute Mannschaften und gute Scoring-Optionen. Das ist das, was im Moment fehlt bei den Dragons. Anderson, na, findet dann nochmal Koblin. Und dann ist es viel zu überhastet gespielt. Die Dragons sind wirklich komplett aus dem Rhythmus und ehrlich gesagt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass sie hier auch noch den Willen irgendwie aufbringen. Das heißt den Willen, aber irgendwie nicht mehr es schaffen, hier heute noch irgendwie ranzukommen, weil Düsseldorf gibt ihnen jetzt eigentlich genug Möglichkeiten. Das ist jetzt auch kein offensives Überspiel von Düsseldorf, aber die Dragons sind irgendwie total außen. Flow aus dem Rhythmus und ja, ich finde so einen Wurf. Und auf der anderen Seite der Tip-in-Dunk, der vielleicht so ein bisschen der Sargnagel ist. 6 Minuten vor Schluss. Natürlich, man soll niemals ein Spiel zu früh abschreiben. Gerade im Basketball kann das schnell gehen, aber also es wäre jetzt auch einfach nicht verdient. Das muss man so hart sagen, es wäre nicht verdient für die Dragons, wenn sie jetzt hier irgendwie noch was mitnehmen. Und ganz, ganz ehrlich, wo soll es herkommen jetzt? Ja. Da ist niemand, der wirklich so halbwegs seine mögliche Talent wirklich aufruft. Und das wird schon schwierig. Ja, und das ist so ein typisches Trap-Game wirklich heute, muss man sagen. Die Dragons mit einer phänomenalen Siegesserie.
den man unter anderem Teams wie Hagen, Jena, Tübingen geschlagen hat. Und jetzt aber gegen Duesseldorf komplett vernagelt. Und ohne Struktur im Spiel, niemand schafft so ein bisschen mal Verantwortung zu übernehmen. Bei Perry hat man das Gefühl, der versucht das sehr viel, nimmt auch den Ball in seine eigene Hand, aber so, er kann es dann natürlich auch nicht komplett alleine machen und das sind dann auch nicht die besten Würfe, die er dann nimmt. Ich glaube, dass man sieht eigentlich, wie wichtig Christmas ist für Perry. Ja. Ich glaube, die beiden, die kennen sich mehr oder weniger blind und die brauchen sich beide. Ja, gerade Perry auch als Rookie. Der lässt sich gerne auch mal von Christmas anstecken. Wird aber cool. Nimmt da das Foul an von Bona. Auch den haben sie nicht mehr geschafft, irgendwie das Foul-Trouble von ihm zum Beispiel auszunutzen. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo er eigentlich dann auch viele Punkte gemacht hat für Düsseldorf, haben sie ihn nicht attackiert, sondern hat er sehr früh zwei Fouls gehabt. Ja. Ja, und Rüttner war cool. Auch da merkt man, da ist die Luft auf jeden Fall raus. Ich habe nicht das Gefühl gerade, dass die Dragons selber so ein bisschen dran glauben, dass sie hier noch was bewegen können. Wenigstens ein Schiff. Rüttner war cool. Aber aus Sicht der Dragons. Ja, so ein Spiel ist mal drin. Wird es immer geben. Vielleicht kann man jetzt zumindest ein bisschen Ergebnismakulatur noch betreiben. Und der nächste Turnover bei den Dragons. Das haben sie eigentlich ganz gut ausgespielt, aber dann die guten Hände. Die Turnover generell ja auch eher ein Problem diese Saison. Zumindest in den letzten Spielen wieder. Es gab Phasen in der Saison, da hatten sie sehr gut im Griff. Der einfache, freie Dreier. Vielleicht muss man sagen, dass der natürlich fehlen die Dragons nicht nur Christmas, weil ihr etatmäßiger Point Guard, der Bradley, ist weggegangen, kurz nach Weihnachten. Das heißt, im Prinzip fehlen zwei sehr wichtige Schlüsselpositionen. Mal sehen, wie das jetzt wieder ersetzt wird. Ich hoffe, dass Christmas nicht so lange ausfällt, aber ich glaube, Bradley-Ersatz sieht man schon mit dieser Leistung, ist dringend notwendig. Ja, absolut. Ich weiß nicht, wie viel Turnover das war jetzt. Ja, die Dragons mit 17 Turnovern. Das ist sogar weniger als gegen Tübingen, zumindest bisher. Oh, das schaffen wir noch. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. 15 Punkte die Führung für die Düsseldorfer. Wird aber cool. Das ist irgendwie symptomatisch heute für das Dragon-Spiel. Gefühlt hier Glück haben, wenn sie noch über 60 Punkte kommen. Oh, stark gemacht. Glück aus Sicht der Dragons. Aber auch so ein bisschen egal. Denn das Spiel hier ist gelaufen. So hart muss man das leider sagen. Ich hatte das Gefühl, die Dragons hatten nicht einmal selber das Gefühl in der zweiten Halbzeit, dass sie hier, also vielleicht mal so als Tom Döding den gerade nochmal Anfang des vierten Viertels das Unsportliche gezogen hat. Aber auch das hat man einfach überhaupt nicht gut ausgespielt. Unabhängig davon, dass man nur einen Freiwurf getroffen hat. Aber das war irgendwie dann so lax ausgespielt mit Batschak, der ja natürlich diesen Mitteldistanzwurf kann, aber
da muss dann einfach ein Play kommen, was mit Überzeugung gespielt wird, und das war dann in dem Fall überhaupt nicht, und das hatte man heute überhaupt nicht das Gefühl, dass die Dragons irgendwo mit Überzeugung gespielt haben. Ich meine, die erste Viertel war okay, aber die zweite Viertel war natürlich katastrophal mit 13-26. Sowas darf nicht passieren. Und interessant auch aus Düsseldorfer Sicht muss man sagen, dass sie mal so ein defensiv geprägtes Spiel für sich gewinnen, für sich entscheiden. Denn das, ich habe es am Anfang gesagt, ist nicht unbedingt ihre Spielweise. Aber das haben sie heute richtig stark gemacht, haben sehr gut verteidigt. Haben die Dragons immer in den richtigen Momenten am Scoren gehindert. Und Richmond. Ja, jetzt läuft es natürlich auch. Jetzt fällt im Prinzip alles, was man sich vornimmt. Ja, um nochmal zurückzukommen. Die Defensive eigentlich nicht so Düsseldorfs Stärke diese Saison, aber dass sie durchaus in der Lage dazu sind, sieht man heute bei den Dragons. Ja, stimmt gar nichts. Jetzt mal der gut rausgespielte Dreier, aber auch der trifft nicht. Und die Dragons bleiben weiterhin katastrophal von draußen. 22%. Düsseldorf mit 38%, mit der enorm starken Dreierquote. Und so also plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin, habe ich das Gefühl. Ja. Irgendwie sind seit mehreren Minuten schon klar, wer hier die Punkte mit nach Hause nehmen wird. Richmond gegen Perry. Wieder Richmond. Und dann boxen sie auch nicht gut aus, muss man sagen. Eigentlich haben die Dragons heute das Super-Duell zumindest bisher für sich entschieden, aber auch das ist in der zweiten Halbzeit deutlich schlechter geworden, nochmal das Ausboxen. Und Perry trifft jetzt nochmal den Dreier, macht ein bisschen was hier nochmal am Ergebnis, sorgt nochmal für ein bisschen eine Aufpolierung der eigenen Statistik, aber wie gesagt, das Spiel plätschert so ein bisschen vor sich hin. Und dann fast Anderson mit dem N1, darf aber in die Linie. Die Düsseldorf wirken einen halben Schritt schneller als die Dragons. So, die kommen an ihre Männer vorbei. Und, also, dass jetzt die Luft raus ist bei den Dragons, natürlich ja, gut, nachvollziehbar. Aber es ist schon das ganze Spiel so, dass man für die Dragons überhaupt nicht überzeugt. Man müsste so von dem Spiel, wie man es heute gesehen hat, müsste man denken, die Spielsituation sieht genau andersrum aus. Die Tabellensituation. Die Düsseldorfer haben eigentlich heute wie ein klassischer Playoff-Kandidat gespielt. Sehr abgezockt, auch nicht perfekt, auch einige Fehler gemacht, fehlend nicht getroffen, aber einfach genau immer in den richtigen Momenten da gewesen. Die Gegner gar nicht in Rhythmus haben kommen lassen. Ja, der Unterschied zu den Dragons ist natürlich, Düsseldorf hat ein paar Spieler, die wirklich one-on-one sehr gut sind, und die haben ein paar sehr gute Shooter. Die können zwei Leute auswechseln, kommen zwei neue, und die sind genauso gute Shooter. Und das fehlt ein bisschen bei den Dragons. Ja, das war jetzt mal ein schönes Pick and Roll, aber so einfachen, schönen Basketball, effektiven Basketball haben wir heute viel zu selten gesehen. Auch das wird am Ende nichts mehr an Endergebnis machen. Und jetzt eigentlich schon der Offensiv-Rebound bei den Düsseldorfern, aber die Dragons schnappen sich da irgendwie nochmal einen Ball. Ward jetzt mal. Jetzt fällt der Dreier. Den hätte man vielleicht mal früher gebraucht. Aus ja, der fünf Dragons. Stück davon. Ja. Ja, zumindest 1-2 zu den richtigen Zeitpunkten, dann wäre es was anderes gewesen.
Denn immer wenn sie auch mal einen Dreier getroffen haben, zum Beispiel über Weitzel oder so, hatte man das Gefühl, okay, jetzt mal einmal hinten gut verteidigen und dann nochmal vorne, dann hat man so ein bisschen den Run vielleicht gestartet, aber das ist nie passiert. Die Düsseldorfer hatten immer ein Antwort drauf. Ja. Das, dann haben die gleich gekontert mit selber mit einem Dreier. Und, das meine ich auch mit der abgezockt hat so. Haben die Dragons niemals erlaubt, in irgendeinen Spielrhythmus zu kommen. Trotzdem, wenn eine Mannschaft hier kommt und hat die letzten 10 Spiele zweimal gewonnen, darf man nicht mit 10, 12 Punkten verlieren. Und der Offensiv-Rebound von Möller beim Freiwurf. Richmond lässt beide Freiwürfe liegen. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Aber gut, dass die Physis jetzt nicht mehr unbedingt da ist bei den Dragons. Auch das ist nachvollziehbar. Marvin Möller kommt zurück in die Partie. Wurde relativ früh eingewechselt von Lomo, auch vielleicht mal als Zeichen. Ja, und Düsseldorf sägt noch mal ein bisschen an ihrer Freiwurfstatistik. Und der nächste Offensiv-Rebound beim Freiwurf, das ist ja eigentlich so die Höchststrafe. Und dann der einfache Wurf von Watt, der einfache Korbleger, der sein Ziel nicht findet. Watt jetzt mit dem schnellen Dreier, der geht nicht. Aber dann der Block und Richmond. Da hätte Watt den Dreier getroffen. Dann hätte es hier vielleicht nochmal spannend werden können, aber auch dann hätte sehr, sehr viel richtig laufen müssen. Dann hatten wir beide ziemlich blöd ausgesehen, ja. Unsere Kommentare davor. Oh, was für ein Move! Und wenn es vorher noch keine Dagger gab, dann ist es Rollins mit dem N1, der hier endgültig alle letzten Hoffnungen besiegelt, die vielleicht noch ein paar Fans oder ein paar Spieler auf dem Feld vereinzeln hatten. Ganz starker Move von Rollins. Und ja, jetzt geht es natürlich leicht von der Hand. Das Foul nochmal gegen Raton, der nochmal an die Linie darf. Möller mit seinem zweiten Foul. Aber auch das wird nur noch für den Statistikbogen relevant sein. Während Darren Adenoji auf die in die Partie kommt, aufs Feld kommt, so für Tom Döding. Also zumindest die jungen Drachen da nochmal mit der Möglichkeit, ein bisschen Pro-A-Luft zu schnuppern. Ja, Aton lässt den ersten Freiwurf liegen. Ja, und man merkt auch, die Energie ist aus der Halle raus. Nachvollziehbarerweise Aton nochmal bisschen was für den eigenen, für das eigene Punktekonto gemacht. Derici, der passt ein bisschen zu optimistisch auf Möller. Und eine Randnotiz ist auch, dass sehr wahrscheinlich der direkte Vergleich nach Düsseldorf gehen wird. Ob der nochmal relevant wird, ist sicherlich fraglich, aber verdanken Sie sich nochmal, jetzt ist es hier wirklich Pickup.
Und Gator macht zumindest nochmal die 70 voll für die Dragons, damit es nicht ganz so katastrophal aussieht am Ende, aber ja, das ändert nichts an einem blutleeren Auftritt der Quakenbrücker, die ja, auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind nach ihrer Siegesserie. Und nächste Woche müssen sie nach Schwenningen, wieder mal so ein Spiel, ja, gegen ein. Das Marathon nimmt nochmal den Wurf, aber der ist nicht erfolgreich. So oder so geändert hätte es nichts mehr an Ergebnis. Die Düsseldorfer gewinnen völlig verdient hier mit einer tollen Leistung gegen die Artland Dragons und nehmen damit die Punkte und, ich habe es gerade schon gesagt, auch den direkten Vergleich mit an den Rhein. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen länger entschieden. Die Dragons mit einem schwachen Auftritt, anders kann man das nicht beschreiben. Gilt einiges an Aufarbeitung zu leisten für Patrick Flomo und Chase Griffin und für das gesamte Team. Ja, die Favoritenrolle, die liegt ihnen nicht. Und bevor man jetzt wahrscheinlich an den BBL-Pokal denkt, sollte man auf jeden Fall erstmal versuchen, wieder die Energie aufs Parkett zu bringen. Ja, uns bleibt eigentlich nur noch übrig, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir haben gleich noch Dimitris Ward im Interview. Glückwunsch natürlich nach Düsseldorf, die hier heute eine richtig starke kämpferische Partie gezeigt haben. Sehr, sehr abgezockt heute waren. Ja. Alles gut. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Neues Spiel, neues Glück nächste Woche. Das kannst du hier. Das war nichts. Ja. Schnell.